Mir ist leider nicht eingefallen. Sagst du, also die weißen Köpfe, die einen da alle angucken, also du guckst auch runter, weil du siehst ja nur weiße Haare. Mir ist leider nicht eingefallen, du, weil du Henne am Kopf hast, wenn du da unten sitzt und keinen Henne hast. Hast du weiße Haare? Leider ist mir das nicht eingefallen. Weißt du, das ist auch so eine Sichtweite, weil man sich jung oder kräftig oder aktiv ist, glaubt man, man darf sich von denen absetzen. Das darf man natürlich auch nicht. Man gehört zu denen dazu. Gerhard Kämpfe, Jahrgang 1949, Kulturmanager und Produzent. Gerhard Kämpfe begann seine Karriere Anfang 1970 als Musikproduzent bekannter Interpreten und als Drehbuchautor für Bühne, Rundfunk und Fernsehen. Er engagiert sich insbesondere in der Berliner Musik- und Kulturszene und gründete 1992 das Berliner Festival Classic Open Air am Gendarmenmarkt. Kämpfe ist künstlerischer Leiter der Pyrenale, Intendant der Jüdischen Kulturtage Berlin und Intendant des Dessauer Kurt-Weill-Festivals. Gerd Kämpfe und ich kennen uns schon ziemlich lange und er hat mir viel Zeit gewährt für das Buch- und Hörbuchprojekt. Ich durfte ihn mehrmals treffen, zur Pyrenale, im Renaissance-Theater, in seinem Büro und schließlich trafen wir uns für ein zweites Gespräch zu einem Cappuccino in einem seiner Lieblingscafés am Ludwigkirchplatz in Berlin. Mir war wichtig, das Thema Corona und seine Auswirkungen aus Sicht eines Produzenten zu besprechen. Okay. Jetzt läuft es. Also, du bist ja vor einiger Zeit 70 geworden. Ich durfte bei deinem Fest dabei sein. Man hat es ja zu deinem Anlass richtig krachen lassen. Das war der letzte Tag der Pyrenale. Ja, genau. Ja. Also, du weißt, und das finde ich unglaublich, wir kennen uns jetzt fast auf den Tag, genau 24 Jahre. Ja. Weil dieses Interview, was ich habe in meinem Tagebuch, also ich habe erst die Tonaufnahme gefunden und dann habe ich im Tagebuch geguckt und das war am 18. Dezember. Wahnsinn. Und heute haben wir den 16. Dezember. Ist Wahnsinn. Das nicht irre? Fast ein Vierteljahrhundert. Ja, ja, irre, genau. Also das finde ich einen tollen Zufall. So. Das war, glaube ich, in dem Jahr, wo du das erste Mal Classic Open Air. Nee, es war schon ein paar Jahre danach. Das erste Classic Open Air fand 1992 statt.